Hallo, heute mal wieder ein kleiner Tipp. Öfters kommt es vor, dass mich die Leute auf meinem Kanal fragen, was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel nicht so einen schönen Desktop habe, sondern der ist komplett leer, ne? Da oben kein Panel mehr, da seitlich kein Launcher mehr, kein Starter, ne? Kann ja zum Beispiel mal passieren, indem man einfach meinen Anleitungen folgt und sich Pakete wie zum Beispiel Unity deinstallieren. Hier, ich habe mal getestet, das hatte ich auch schon öfters mal gezeigt, ob das CairoDock noch geht, ne? Das CairoDock, das ist das da unten. CairoDock. Gut, CairoDock geht noch. Seht ihr hier, ne? Könnt ihr installieren, guckt so, ne? Guckst du da unten. Muss ich erstmal das wegmachen. Angenommen, ihr habt einen komplett leeren Desktop, ne? Dann könnt ihr mit Steuerung Alt und T ein Terminal aufmachen, ja? Oder alternativ mit Alt und F2 auch auf eine Konsole kommen. Gut, dann braucht man nicht so die Augen verdrehen wie dieser Kollege. Gut, ihr könntet dann mal das CairoDock testen, ne? Das ist das hier, da unten dieses untere Panel, ne? Das Ding mit den Augen und so weiter. Den YouTube-Downloader, ne? Das ist nämlich nichts anderes als ein YouTube-Downloader. Den gibt es hier nämlich so als extra, ne? Kann man hier auch hier mit mehr Applets erhalten, zum Beispiel einen YouTube-Downloader. Sich runterladen, ne? Passend zum CairoDock YouTube DL. Und den kann man dann per Drag and Drop da unten in das CairoDock hineinfügen. Kann man da reinfügen, wenn man das so will. Gut. Gibt's da, ne? Also wer das mal testen will, ne? Dass der Desktop leer ist, dass ihr kein Unity mehr habt, kann also auch der Anfang sein und muss nicht das Ende sein. Auch diese Uhr, das hatte ich schon mal gezeigt in anderen Videos, sucht einfach nach dem CairoDock in meinen Playlists. Sudo apt-get install CairoDock. Sudo apt-get install CairoDock. Gut, ja, ins Terminal kommt ihr noch. Schlimmstenfalls über die Wiederherstellungskonsole habe ich auch schon mal gezeigt. In meinem Video zu den Login-Problemchen, ne, dann kann man ins CairoDock. Und beim Login habt ihr ein Feld, ganz ähnlich, sage ich jetzt mal, diesem Eingabefeld, wo ihr Passwort eingebt. Daneben ist dann so ein rundes Symbol, rundes Symbol, Ubuntu-Symbol, und das könnt ihr umschalten auf CairoDock. Und dann bekommt ihr einen Desktop, bei dem ihr andere Panels habt. Ne? Das so mal als Hinweis. Irgendwo auf dieses Panel, wo dann das Wort CairoDock erscheint, konfigurieren. Und dann gibt es viele hundert Möglichkeiten, sich da noch Spielereien einzustellen. Unmöglich alles zu beschreiben, habe ich schon mal in Videos gezeigt. Und da sind schon viele Sachen dabei. Wenn nicht, dann wie gesagt, dann die Extras dann noch hinzufügen. Gut, ich versuche jetzt mal wieder aufs Dock genau zu kommen. Da muss also wirklich das Wort CairoDock erscheinen. Oder ihr geht auf eins der vorhandenen Applikationen CairoDock, so wie hier. Konfiguration kommt da drauf. Oder ihr geht auf mehr Apps erhalten. Gut, das ist hier übrigens der nicht mehr der einfache Modus. Den kann man umstellen auf den Expertenmodus. Und dann gibt es auch viele, viele schöne Themen, ne, die man sich da nach Bewertung runterladen kann. Verschiedenste Desktop-Themen, da gibt es dann Vorschau. Und wenn euer Thema euch so gefällt, wie ihr es eingestellt habt, dann könnt ihr es auch speichern. Ne? Speichern. Und da habe ich hier zum Beispiel unter dem Namen TR. Dann könnt ihr euch auch vielleicht mal Audacious laden, der so ähnlich aussieht wie Winamp und so weiter. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Wie gesagt, ein leerer Desktop ist oftmals der Anfang zu einem viel schöneren, neueren. Probiert mal mit rum. Und tschüss.